gib mir mal ein bisschen den nächsten noch mit rein. Ja, so halt, ja, wieder ein halber zurück. Nur ein bisschen zurück. So. Anschluss erweitert. Weiter schon. 24-1, die erste. Grad und Dauerregen. Nicht gerade ideale Bedingungen für einen Filmdreh draußen. Doch das Team um Markus H. Rosenmüller ist trotzdem gut gelaunt. Der Zeitplan ist straff, insgesamt 28 Drehtage, nur die Hälfte davon in Bayern. Die andere Hälfte des Films spielt in Indien. Nach Beste Zeit und Beste Gegend dreht Rosenmüller jetzt den dritten Teil der Geschichte um die zwei Freundinnen Kathi und Joe. In Beste Chance haben sich die beiden aus den Augen verloren. Am Ende vom Studium ist es so, du warst plötzlich ein paar Jahre weg in der Stadt und durch einen Anruf kriegt die Kathi ist in der Stadt und kriegt den Anruf von der Mutter von der Joe, ob sie was von der Joe weiß, weil die irgendwie in Indien verschollen ist. Und da merkt die Kathi erstmal, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe die letzten paar Monate gar nicht mehr an die Joe gedacht. Joe und Kathi, die beiden Freundinnen, sind in den ersten zwei Filmen immer zusammen. Im dritten Teil haben sie keine einzige gemeinsame Szene. Ich glaube, das Thema des Films ist nach wie vor die Reise dieser beiden Freundinnen. Und das ist sozusagen, wenn es eine tiefe Verbundenheit gibt, freundschaftlich, muss man gar nicht an einem Ort sein. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich vielleicht sogar jahrelang ein bisschen aus den Augen verliert. Man ist verbunden. Und jede kann für sich sozusagen unabhängig die Reise machen, die wichtig ist. Es ist total wichtig, dass die Kathi endlich rauskommt. So. Und es ist ganz schön wichtig, dass die Joe endlich nach Hause kommt. 5 Jahre liegen im Film zwischen den Teilen. Im wirklichen Leben noch mehr. Ist es da schwierig, wieder in die Rolle reinzufinden? Die entwickelt sich, wird älter. Das macht wahnsinnig viel Spaß, sowas zu entwickeln einfach. Weil man nicht so die Chance dazu hat, in der Kino- und Fernsehlandschaft eigentlich so mit einer Figur älter zu werden. Gestern haben wir eine Szene gedreht, wo ich mit Volker Bruch, also mit Toni, auf dem Mercedes-Dach hock, auf dem Daumeler Berg und ich sage, es hat sich fast nichts verändert. Und genau so ist es. Also man hat sich 5 Jahre nicht gesehen, aber eigentlich passt schon. Zum dritten Mal dreht das Team auf dem Hof in Tandern bei Eichach. 40 Leute umfasst das gesamte Team, ein ganz schöner Trubel. Doch dem Hofbesitzer gefällt's. Das ist schön. Und mich freut es, dass in Tandern gedreht wird. Und das ist schön, dass er für Tandern war. Also freut mich echt. Für Team und Darsteller ist der Dreh gerade draußen bei dem Wetter natürlich auch anstrengend. Wenn ein Drehtag dann so in der Früh um 6 Uhr losgeht und abends um 5, 6 aufhört, das ist schon... Ist schon nicht so einfach, weil man halt dann immer echt draußen ist, aber es gehört halt auch dazu. Zum Glück kann man sich da auch mal im Maskenmobil aufwärmen. Und wenn dann in ein paar Wochen alles abgedreht ist, ist die Trilogie endlich vollendet. Aber der Chef macht schon Hoffnung auf mehr. Meines Erachtens ist es nicht absolut rum, muss ich sagen. Also so eine Idee ist schon im Hinterkopf oder das Gefühl, auch vom Ende, dass man immer noch dranbleibt, hey, wie geht's weiter? Weil einfach doch immer viel passiert. Aber es gibt in bestimmten Lebensabschnitten immer und eben auch so nach dem Studium gibt es wieder so eine Kreuzung, wo man sagt, aha, jetzt geht's erstmal so weiter. Und dann ist natürlich wieder spannend, wann kommt die nächste große Phase. Und die kommt bestimmt. Beste Chance können sich die Zuschauer schon im Sommer im Kino anschauen. Wunderbar. Doch super. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.